was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Ja. Gut, okay, das also. War's schon? Das war's wow. schon, ja. Wow. Du hast gesagt, halt es kurz, aber bitte dumm. Und ich habe gedacht, ja gut, wie macht man das denn? Vielleicht irgendwie so ein Zungenspiel, so ein liebliches. Lieblich ist ein bisschen Tiroler Zungenpritschlerei. Ein bisschen rumpritscheln. Ich glaube, ich nehme noch ein Wasser mit. Weil wenn du da oben bist, ne, das ist immer so eine Sache. Du bist da oben auf dem Berg, bist irgendwie dehydriert, dein Elektrolythaushalt spinnt. Immer gefährlich sowas. Musst aber nachtanken. Melonen vielleicht, Mangos? Ich habe Melonen. Auch Wasser, oder? Ja, Früchte gehen immer so ein bisschen Spritz. Spritz ja, in den Mund, das ist so ein Fest, ne? Ich nehme noch hiervon ein bisschen was mit. Das ist Spit oder so? Jizz in den Mai? Spritz in den Mai. Große Spritz in den Mai-Festival. Och Mann, der Hai will mich schon. Ey! Boah, da hat er mir direkt hier in mein Säckerlech reingebissen. Schön rein ins Säckerlech, ne? Ja, gut, Das ist er. Das ist Frank. Er wollte meinen Matzeknittel, hat er gesagt. Ja, schön, den Schmatzeschniedel. Den Schmatzeschniedel. Den Schmatzeschniedel. Der hängt 10 cm weiter hinten als der Durchschnittsschniddel und deswegen schmatzt er beim Joggen immer so. Stell dir vor, du hast einen schlecht verlagerten Schniddel. Ja, das ist... Das ist eine Krankheit, mach mal keinen Lachlach. Mein Opa ist daran beinahe gestorben. Mein Opa hatte seinen Schniddel vorne und knapp unterm Bauchnabel. Mein Opa hatte einen Kreuzschniddel. Die Gürteltasche, die der getragen hat, war ja, eigentlich ein Suspensorium. Mal, wir sollen Haiköpfe anziehen, dann jagt er uns nicht, ne? Das teste ich jetzt mal, ich hab vor viele Haiköpfe. Hey, hi! Wieso bist du nicht schon auf die Insel gegangen? Ich bin schon auf der Insel. Ich wollte nur gucken, ob er mich vielleicht näher schwimmt. Dabei. Ja, er schwimmt weg. Echt? Ich hab voll weg? Viel im Inventar. Nee, ich glaube, das ist einfach so, weil das ist nicht seine Hut. Vorsicht, Bären. So, ich geh mal hoch und dann links. Haben die hier umgeräumt? Sieht irgendwie anders aus. Aber hier hatte ich schon immer. Wir müssen, glaube ich, zuerst an die Ranger Station, oder? Irgendwas ist hier total kaputt. Meine Kapitänsmütze und sowas glitscht alles rum. Okay. So, wo wollen wir hin? An die Ranger Station. An die Ranger Station? Bist du überhaupt hin? Guck mal, er ist jetzt irgendwo da hinten hingeflitzt. Den Weg hoch, dann links und dann Richtung Ranger Station. Und da ist schon der Bär. Moment, du bist hoch und dann rechts oder links? Links. Links. Und da ist die Rango-Station. Da ist ein Schild. Da kommt dann ein Schild, wo drauf steht Ranger Station. Aber da ist ein Bär. Und da müssen wir zuerst hin. Ich weiß noch, wir mussten irgendwie diese Brücke runterlassen. Ich glaube, da mussten wir auch dagegen shooten. Ja, aber ich glaube, wir mussten auch zur Ranger Station. Da gab es so eine Birne oder sowas irgendwie. Da hast du eine Eisenbirne. Vorsicht, da ist der Bär. Können wir den töten? Ich weiß nicht, das ist ein normaler Bär. Das ist ein normaler Bär, ja, komm. In Bobbes. Stich ihn ab. Alter, der hat übelste Range bekommen. Oh, er kann so ein Hulk Smash. Achtung, Teddy Smash ist tot. Alter. Der gibt doch ordentlich Flash, ne? Ja, der gibt richtig Flash. Hier ist Henry Stuff übrigens noch. Ich habe rohes Bärleder. War hier die Höhle? Nee, ne? Nee, und dafür brauchten wir die Machete. Eine Machete brauchten wir auch, genau, stimmt. Weißt du noch, wir mussten damals irgendwie solche Ranken wegschlagen. Dann gehen wir jetzt erstmal auf die Power Rangers Station. Und ich glaube, wir brauchten auch eine Schaufel, oder? Muss man nicht auch irgendwas buddeln? Stimmt, eine Buddelschaufel. Eine Boudolet. Eine Boudolet. Wie die Franzosen nennen das Boudolet. Ja. Ich musste mich kanadisch machen, weißt du, in dem Pentaberat. Ja, aber auch wenn sie die Grenzen so verlassen, ne, so... Ja, wie es dann irgendwie von 4:3 auf 16:9 switchelt. Ach, da muss ich erst warten, bis es wieder auftaucht hier, sonst habe ich Säure. Säure! Säure im Bauchnabel! Ich hab Säure im Ohre! Ah, das war so eine miese Stelle, genau. Ja, das war, da musste man hier Jump and Jump. Aber jetzt sind wir ja nicht bei der Ranger-Station. Ah doch, hier geht's auch immer noch zu. Ranger Smith ist hier drüben. Der alte Jungle Ranger. Der alte Jungle Ranger. Ah ja, hier braucht man eine Glühlampe.
Stimmt, hier. Oh, guck mal hier, was habe ich denn hier? Oh, die Biokraftstoffraffinerie. Der gute Sprit, ja. Gute. Der gute. Da oben ist es erkischt, aber... Eine Notiz. Eine Notize. Oh, noch ein Silbersmoothie gefunden. Silberlack da hinten in der Ecke. Da lag ein bisschen flüssiges Silber, das habe ich getrunken. Geil. Quecksilber. Erquickendes Quicksilber. Erquickendes Quecksilber von Kreis Industries. Wow, Mama. Irgendwie fallen mir die Nägel und die Haare aus. Aber ich trinke das so gerne. Der Geschmack ist so würzig. Man kann es nur zweimal trinken. Ist voll gut für die Umwelt. Ui, richtig edel hier. In diesen Strohhalm wurden nur 9 Liter Wasser verbraucht. Oh. My Bruno. Sister Astrid and I were put in charge of the ranger station on Balboa. We handled the bear population and kept the relay towers operational. Der ist aber deutsch. Ja, aber ultra. To start weeks back. But the replacements never showed up. Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so that I'm not feeling so lonely anymore. Na gut, Astrid und so, das soll schon hier die deutschen Forscher, glaube ich. Ja, Astrid Lindgren. Lindgren, ey. Die alte Pipi. Ich habe jetzt so einen Hebel gezogen. Jetzt ist hier Strom auf der Orgel, oder? Ja, aber müssen wir da nicht irgendwas anderes noch machen? Wir müssen doch, glaube ich, alle machen, oder? Eins von drei Relaisstationen sind aktiv. Ja gut, wir müssen jetzt halt noch die anderen machen. Jetzt hast du schön die Fleischflöte... gewienert. Schön rein in den Elektrobolzen gezogen hier. Einmal schön rein in den Elektromund. Arschwurzel. Meine Po-Wurzel. So, jetzt wieder über den Säurefluss zurück und dann da runter steppen. Echt? Weg über die Säure? Na klar, bin ich gegangen. Schön elegant. Den Säureweg ist er gegangen. Wie Jesus damals. Wie Jesus damals. Jesus musste den Säureweg bestreiten. So, hier, easy. Ja, jetzt gehen wir zur nächsten Station. Wir müssen alle Stations, wir brauchen halt noch eine Glühbirne. Weil da oben an der Rango-Station muss auch eine Glühbirne rein. Was kriegt man denn dann? Glühmund. Glührango. Hä, wieso ist der schon wieder da? Die spawnen doch immer wieder neu. Alter, hat der hier so einen Jumper gemacht, ne? Weißt du, was mich das so ein bisschen erinnert? An die Szene aus Shaun of the Dead, wo sie mit dem Billardkö den Barbesitzer verprügeln. So, Rango Station 2 haben wir. Relay Station. Jetzt müssen wir noch 4 und 6. Die sind in die Richtung. Moment. 4 und 6. Ja, aber was mit 1 und 3 und so? Gibt's nicht. Die sind auf einer anderen Insel. Aber Bruno. Bruno Balboa. Der bärtige Bruno Balboa. Bumsbär. Der bärtige Bumsbär. Ja, da lang. Der bärtige Bumsbär-Bändiger. Der bärtige Bumsbärenbändiger. Ich war damals im Zirkus, bärtiger Bumsbärenbändiger. Jetzt hoch oder runter? Ich glaube, hoch. Wir müssen erstmal über die Bridge. Guck mal, da hinten musstest du irgendwas runterschooten. Hast du denn einen Pfeil? Nicht mal einen. Nein, hab ich doch gesagt. Ich dachte, du hättest wenigstens einen. Ich dachte, du wolltest mehr so. Wenn ich sage, wir brauchen Pfeile, ich habe keine Pfeile, meine ich damit, dass wir keine Pfeile haben. Dann gehen wir mal hier lang. Honig war doch hier noch super wichtig. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo Steine liegen. Ich weiß nicht, Steine gibt es immer underwater. Vielleicht mal ein bisschen so die Küste entlang schwimmen und... Ich bräuchte einen Stein noch, dann könnte ich 6 Pfeile bauen. Leider besitze ich keinen Stein. Wo bist du lang? Rechts, okay. Oh, da oben ist ein alter Spind. Und ein Bär hinter dir, Vorsicht. Hinterbär. Hinterbackenbär. Alter, er macht den Bärenjump, der Hinterbär. Zirkuskind ist wund. Zirkuskind ist wund. Josef Kindwund. Das ist ein Name. 4 und 6 ist immer noch. Da hinten ist die Höhle, aber da kommen wir ja dann nicht. Nee, die ist im Moment useless. Guck mal, hier ist auch wieder so ein kleiner Shelter. Die haben so Dung gesammelt, Bärendung. Ah, guck mal, ich habe eine Säge gefunden. Brunos alte Säge. Brunos alte Bärensäge. Damit hat er den Bären immer am Stamm rumgespielt. Bärstamm. Oh, jetzt fängt es an zu regnen.
Alter, da oben ist ein... Hier ist so ein Goppel. Ein Goppeldo. Station Nummer 4 ist hier. Wutan? Ist der Right Way? Ist das ein Stein? Guck mal, hier ist ein Stein. Kann man Steine nicht sogar werfen? Du kannst auch Steine werfen, aber ich könnte jetzt einfach Pfeile machen. Aber das ist so weit. Hier, nimm noch einen. Ich versuch's mit Schmeißen. Ja, Pfeile geht gar nicht. Oh oh. Komm schon. Ein bisschen weiter rüber kann ich. Was? Was? Brauch mehr Steine. Ja toll, jetzt hast du alle Steine verschmissen. Hast du noch einen? Einen, ja. Ein Good Luck. Geh so weit vor wie möglich. Es ist wirklich... Komm schon, du schaffst das. Das ist gar nicht so easy, ne? Ich hab's doch getroffen. Ja, ja, aber du musst den Hebel treffen. Ach so, Ach komm. Das geht nicht mit Pfeilen? Ich weiß es nicht. Nee. Oh, müssen wir... Morgen wieder kommen, wenn die Steine nachgewachsen sind. Kann ich nicht einen Bärenkopf draufwerfen? Bist denn du? Kokosnüsse? Ich bin immer noch an der Brücke. Ne, Kokosnüsse kann ich nur essen. Dann müssen wir erstmal zur anderen Relaisstation, oder? Ja. Beziehungsweise können wir nicht hier runterhüpfen, zum Schiff gehen und pennen und uns Steine besorgen irgendwie? Wir können es versuchen. Also wir haben auf dem Schiff aber auch keine Steine mehr. Ja, das ist unser Boot. Wir könnten halt, wow, ich bin schon unten. Wir könnten halt gucken, ob unter Wasser irgendwo noch ein Stein klebt, weißt du? Oder die spawnen halt neu, keine Ahnung. In der Nacht geschlafen, neue Steine am Start. Es wird eh dunkel auf der Insel, ohne Licht ist eh unangenehm. Ja, ja. Ich leg mich mal hin. Nee, wir haben wirklich keine Steine mehr. Warum sind Steine auf einmal so selten? Damals die große Steinknappheit 72, ne? Weißt du noch, wo alle durch die Gegend gewandert sind und nach Steinen geschrien haben? Oh, hier sind Steine, 20 Stück! Hier im alten Klapperlager. Ah, liegen sie drin. So. 20 Stones. Ja, ich nehme mir mal 5, 6 mit, das wird reichen, mehr brauche ich nicht. Das wird ein easy throw. Na, ich lege hier noch ein bisschen was auf den Grill, weil ich hab Hunger. Doktor, ich beschwere mich immer, es ist kein Wasser da, es hat selber nicht nachgefüllt, Ja, weil doch meine Flasche voll war. Ich habe doch gesagt, du musst aber nachfüllen. Weil ich hatte eine volle Flasche. Ich hab genug Saft, ich hab Ananas. Aber ich hab grad Hunger, ich muss mir hier die Mangugus reinjagen. Manstrings esse ich gerade. Männerstrings. Strings. Die Kräftigen von Manstrings. Kräftigen von Manstrings. Gibt's auch was von Manstrings? Das ist wie diese Cheese Strings. Jetzt können wir richtig schön Biokraftstoff herstellen, aber brauchen wir Bienen für, ne? Ja, wir brauchen erstmal hier auch so ein... Was, wo baut man das Ding dann? Ilbo, der alte Bienenbeißer. Brauchte man dafür Bienen? Ja, Honig, ne? Bruno Bienenbeißer. Ja, ich glaube schon. Ja. Du hast, glaube ich, Honig. Misch Rohkost und Honig zu Bio-Beißer. Ne, ordentliche Bio-Beißer-Knack von Adermann. Dann warte mal, bist du schon wieder oben? Klar. Ey, ja, guck mal hier. Ich muss hier noch Proviant für uns machen. Was für ein Proviant? Wir haben so viel Proviant in den Kisten. Proviant wird knapp. Ich habe uns hier noch ein paar Koteletts gemacht. Frisch Bär. Bärfäschbar. Ne, wir müssen eh da lang, weil es da lang. So, warte mal ganz kurz. Ich teste jetzt ganz kurz, ob er mich angreift. Das ist doch Bullshit. Ich hab die Heilmaske und er springt ins Gesicht. Wie damals, weißt du, jedes Mal kommen sie, oh, die Heilmaske. Ihr seid Doom. Habt die Heilmaske an, seid ihr immun. Das ist irgendein YouTuber, ja, hat das Problem ein Video ist, gemacht. Oder ja, ja, so. Das haben so wieder irgendwelche YouTuber wieder dazu irgendwas gemacht. Und das Problem ist, niemand spielt dieses Spiel selbst. Das ist immer diese Faszination dahinter. Und so Zuseher spielen das alles nicht selbst. Wir haben eine Gemeinde aus Leuten, die das nur bei anderen gucken. Und da habe ich gesehen, und er hat extra vorher am Anfang des Videos gesagt, keine Mods werden geused. Und dann ist er rein und der Hai ist vor ihm weggeschwommen. Ja. Das Problem ist jedes Mal dasselbe. Ja, aber ich hab doch gesehen. Das ist genauso, wie mir Leute schreiben, warum spielst du nicht das neue Spider-Man auf der PlayStation 5?
ist doch noch gar nicht draußen. Doch, doch, der YouTuber hat schon. Der guckt sich einfach nur den Trailer an, der schon ein Jahr alt ist. Nein, 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 er sagt, er spielt's. Und dann kannst du denen auch so oft erzählen, es ist nicht real. Doch, ist es. Aber warum funktioniert es bei mir nicht, wenn ich eine Analyse mache, wo wirklich Schnitt alles drin ist und Informationen drin sind, kommt, warum du tun so, als würdest du das Spiel spielen? Nein, tue ich nicht. Ich sag von Anfang an, ich analysiere das Gameplay und erzähle euch die neuesten Informationen. Nein, 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 du Schummelmann. Also ich verstehe es einfach nicht. So, bist du oben? Hast schon aufgeworfen? Nee, ich treff's wieder nicht. Machen wir es überhaupt richtig oder müssen wir es vielleicht mit dem Hook machen? Weißt du, so mit dem Haken dagegen und dann ziehen? Haben die das vielleicht geändert? Weiß ich nicht, es könnte auch sein, ich werfe mal einen Haken. Weil das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn sie das so machen würden. Nee, geht aber nicht. Das wäre auch irgendwie sinnvoller, ne? Also ich habe jetzt 3 Steine dagegen geworfen. Okay, der war... Ja! Ah, ja. Boah! Ja, ich hab mein alter Kirmesarm hat ja wieder. Kirmesarm. Schummelbuden habe ich damals. Mein Schummelbudenarm. Ey, ich hab immerhin hier für meinen Sohn in Ding. Im Dosenwerfen so einen coolen kleinen Dino. Erschmissen. Dafür musste ich alle abräumen. Den hab ich auch. Den, aber in Pink. Das ist so ein Waschbär. Hamster, ja, genau. Ein Hamster in einem Drachen. Genau, in einem Drachen. Ja, er ist aber schon cool, ne? Ja, ja. Ich hab den auch in Pink. Den hab ich auf. Heißt es in Soest, es war das Allerheiligen-Kirmes. Das, ja, eigentlich hat's deine Tochter. Ja, ja, aber ich hab ihn geholt. The kids are fighting. Oh, Astrid would have known how to make them stop. I found her wrench out by the clearing. I've been calling out on the radio. Please, I just want to talk, sis. Miranda is screaming outside. Oh nein. Her and Henry make up soon. Der Deutsche hier auf dem... Deutsche Bruno. Ja, was musstest du dafür machen? Musstest du dann hinter die Ballbude und auch mal deine Ballkünste noch zeigen? Hinter die Ballbude. Ich will das Kuscheltier, aber ich hab's leider nicht geschafft. Könnten wir uns nicht irgendwie anders einigen? Dann kommen sie mal mit hinter die Ballbude. Nee, Kralle, ich bin der Krallenkönig. Nee, Kralle bin ich auch gut, aber Kralle ist ja nur Teil, also ganz wenig Skill im Endeffekt, weil anscheinend habe ich so gehört, dass du so und so viel Missversuche haben musst, bis dann irgendwann wieder ein Sieg kommt, weil die Kralle... Also meistens gebe ich nicht mehr als einen Fünfer aus und hol was raus. Also auch im Urlaub in Dings, im Centerparks und so. Dann hast du anscheinend oft Glück. Ja, wahrscheinlich. Weil normalerweise, ich habe das nämlich mal irgendwie gehört, so du kannst perfekt grapschen und es lässt halt einfach los. Wieso auch immer. Das sind Bienen. Honig! Hier! Hey, gut, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass du vielleicht das so irgendwie einstellen kannst, so nach dem Motto, fünfmal ist die Kralle locker, beim sechsten Mal. Genau, ja, ja, genau fester. Das, genau das, ja. Ist halt alles ein bisschen gezinkt, weil sonst so ist Typen. Alles Schummelbuden, so Typen wie du räumen sonst den Automaten leer. Ja, ist auch so. Neulich habe ich hier auf so einem kleinen Volksfest habe ich hier so ein Among Us Figürchen rausgeholt. Na, ich habe ihm hier so ein Plüschdino, dann habe ich so eine Qualle, die man noch umdrehen kann und einen kleinen Huggy-Wuggy. Also eine Umdrehqualle habe ich auch. Der Huggy-Wuggy hätte es nicht gegeben, hätte es den irgendwo gegeben, hätte meine Tochter diesen Standort nicht verlassen. Bis du einen Huggy-Wuggy da rausgeholt hast. Huggy-Wuggy, ey. Das du hättest sagen können, ey, guck mal, wir können auch einfach einen bei Amazon bestellen, dann sind wir nur 20 Euro los. Ja, ja, so ungefähr. Nein! Nein! Wie jetzt? Oh toll, hier kommen wir ja gar nicht durch. Doch, warte mal hier, ich hab Bärduell. Bärdül, hier drüben, Bärdül. Unten am Bärdül. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, einfach da, wo wir eben hochgelaufen sind. Bloß bin ich, du bist dem ich bin Schild gefolgt. Gelaufen. Ja, wir wissen auch, dass man da irgendwie an der Seite so runter swaffeln musste. Weiß ich nicht. Wusste man das? Irgendwie schon, oder? Ich meine, wir sind immer da irgendwie so an der Seite runtergeslidet. Was ist denn jetzt das Problem? Wieso geht's da hinten nicht weiter? Da ist ein Dings im Weg. Guck, hier ging's auch nochmal lang, genau. Und da unten war Mama Bär. Musste man die nicht auch für irgendwas töten? Ja, ja, für irgendwas mit Bären. Man muss die mit Bären füttern oder so? Ja, man muss die füttern, dann kann man sie... Ja, aber hier ist ja nicht die Relay-Station, müssen wir...
eigentlich zur Relay Station? Kommen wir überhaupt an die ran ohne Machete? Nee, das ist ja das Problem gerade. Ja, da war doch irgendwas mit Mama Bär da unten. Ich meine, mich dünkt, man musste einmal die Mutti verkloppen. Mist, hast du noch 3 Kunststoff im Inventar? Ja. Nee. Ich noch. Nee, leider Pfeile nicht. Machen. Abgelegt. Ja, ich habe eh keinen Speer mehr, du. Geh jetzt mal ganz kurz vorbei. Ja, hier ist dieser Futtertrog. Und irgendwo konnte man noch hier so hinten rum um die Insel. Wo bist du jetzt? Ich bin einfach runtergelaufen. Ja, ja, ich bin hinter dir. Aber so kommen wir nicht zur Relay Station. Nee, nee, wir mussten irgendwas anderes machen, weil die Station... Die Machete holen für die Relay Station. Oder war die in der Höhle? Die war in der Höhle, glaube ich, oder? Die war in der Höhle, ja. Stimmt, aber dafür braucht man, glaube ich, eine Dreckschaufel. Ja, und da, genau. Also, ich habe Bären. Nee, ich habe keine Bären. Hast du Bären? Nee, ich habe die... Ich glaube, die Ablenkungsbären. Die Ablenkungsbären sind so wie diese mechanischen Teile und so. Sicher? Ich glaube schon. Die kann man auch essen. Mama, ich gehe mal kurz da hinten hin, weil da hinten ist immer ein bisschen Honig. Und Honig ist natürlich das Lebenselixier schlechthin, ne? Ohne Honig kein Spaß. Ich habe doch eine Bärenmaske an. Müsste ich da nicht unsichtbar für die Bären sein, laut der YouTube-Regel? Die wollen sich mit dir paaren. Laut den Rules of Tube? Ich habe keinen Speer mehr, der ist kaputt gegangen. Jetzt hör doch mal auf hier, Teddy. Teddy Lech. Ich habe irgendwann habe ich mal Bären eingesammelt. Mal gucken, ob ich welche reinlegen kann. Ich versuch's gleich mal. Aber jetzt haben wir auch richtig schön dick Honig. Ich habe keine Ammunition mehr. Aber ich habe noch einen Ersatzspeer. Kloppin' Dote. Aua! Oh. Die stechen auch, die Bienen? So. Hey, du klaust mir meine Pfeile. Ah, okay, warte mal, die gebe ich dir wieder. Ah, ich wollte hier nämlich noch ein bisschen Honig schlabbern. Jetzt müssen wir wieder komplett rüber auf die andere Seite. Damit wir wieder zum Boot kommen. Ja, was machen wir in der nächsten Folge, du? Dann holen wir uns eine Schaufel. Gut, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen und ein bisschen Jada Jada. Auf Wiedersehen und tschö.